Was hast du mit ihr gemacht? Entspann dich. Sie geht nur woanders hin. Weißt du, es ist eine Sache, meinen Zugriff zu blockieren, um mich mit ein paar Oliven zu füttern. Aber das hier ist die Jenseits von Gut und Böse. Es tut mir leid, aber das hier führt zu gar nichts. Wenn du weiter die Erinnerung zurücksetzt. Aber jetzt ist das der einzige Weg, du musst mir vertrauen. Also bitte, beruhig dich einfach und warte hier. Dann los jetzt. Auslöschen, wo willst du denn noch hin? Es gibt noch eine allerletzte Sache, die ich erledigen muss. Du kleine Poserin, es gibt doch gar keinen Grund, ein Tor zu visualisieren. Was soll eigentlich diese Melodramatik, das Melodrama, Neil? Warum kämpfst du so hart um das hier? Vergiss es. Wir haben keine Zeit. Ich weiß zwar nicht, was Rosalie vorhat, aber ich habe am Anfang fand ich Rosalie sympathischer, aber dass sie das jetzt hier knallhart durchziehen möchte und River aus den Erinnerungen von Johnny scheinbar löschen möchte, finde ich schon wirklich ein starkes Stück, finde ich nicht gut. Weil das ist nicht die Lösung, das ist nicht das, was er will. Er will doch nur zum Mond, weil er River verloren hat und sie wiedersehen will. Das sollte ja jetzt allen klar sein. Aber es wurde ja alles aufgeklärt. Das wird schon, Mann. Dreh dich einfach um. Alles klar. Hey, was machst du? Psst. Hallo? Und River ist nicht da. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, für was die beauftragt wurden. Sorry, Kleiner. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Los jetzt, sonst sind alle guten Tische besetzt. Die sind alle gleich gut, Mensch. Nein, Joey hat recht. In der Nähe der Küche riecht es besser. Ganz genau. Und man muss sich nur umdrehen um einen Olivennachschlag zu kriegen. Oliven. Sie hat auf jeden Fall ihren Bruder am Leben gelassen. Ihn zu retten rechtfertigt gar nichts. Er kann sich immer eine neue River suchen, Neil. Aber sein Bruder gibt es nur einmal. Auch seine große Liebe gibt es nur einmal. Jetzt komm, wir stehen im Weg. Ah, ich weiß, ich kann diese Aussage nicht nachempfinden. Jetzt werden all die Erinnerungen gelöscht und durch neue ersetzt.
Finde ich alles gar nicht gut. Wirklich gar nicht gut, finde ich das. River und das Schnabeltier weg. Weiß nicht, ich finde es mega traurig gerade. Klar hat er seinen Bruder jetzt wieder. Aber ich finde halt nicht, dass es das rechtfertigt, River und die ganzen Erinnerungen zu löschen. Ein Superstar, ein Autor, ein Feuerwehrmann. Und du, Johnny? Ein Astronaut. Auch die schöne Erinnerung wurde einfach gelöscht. Und das Haus und die Stelle wird niemals in Betracht gezogen. Joey geht spielen und Ding lernt, Johnny. Weil er zur NASA möchte. Hier hat er dann auch Nick besiegt. Und zum Jahrmarkt ist er niemals als Kind gegangen. Der ist immer alleine. Nur sein Bruder und sein bester Freund sind da. Ich weiß, sie hatten Schwierigkeiten, aber sein Bruder ist auch Autor geworden, berühmter. Ich weiß nicht, ich finde das alles nicht okay. Ich finde das alles nicht okay, wie das gelaufen ist. Ja, er hat es also wirklich geschafft, was? Du klingst überrascht. Was ist aus? Wir machen jeden Kunden glücklich. Denn wir sind einfach der Wahnsinn geworden. Das hier ist kein Erfolg. Da muss ich Neil zustimmen. Also ich bin leider wirklich seiner Ansicht. Also ich verstehe, warum Eve das tut, aber also ich kann, nee, also ich kann es einfach nicht verstehen, was sie tut, weil klar, sie muss es machen, aber das ist nicht das, was ihn wirklich glücklich macht. Ach komm schon, freu dich doch. Wir sind hier bei der NASA. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Lass uns wenigstens ein bisschen herumschauen. Wir brauchen ja Memory-Links wahrscheinlich wieder. Ich weiß aber nicht alles. Bitte, bitte, warten Sie hier. Es wird gleich jemand kommen, der Sie herumführt. Die Tasche ist die gleiche geblieben. Wie armselig dieses ganze Theater, nur wegen eines Mädchens.
Ich wusste, dass du das jetzt sagen würdest, Neil. Wie armselig dieses ganze Theater, nur wegen eines Mädchens. Na endlich, schön, dass du wieder da bist. Ja, ja. Ich probiere das ein bisschen genervt rüberzubringen. To the Moon, die Geschichte eines Versagers, der Astronaut werden wollte. Ein Roman von Joey E. Wales. Ich kann nicht glauben, dass sich dieser Quatsch verkauft hat. Wir sind ja nicht in der wirklichen Welt, Neil. Was gibt es hier noch alles zu entdecken? Eine Weltkugel. Nichts mehr angucken. Müssen wir wahrscheinlich weiter, oder? Da geht's nicht weiter. Liegt es an mir oder ist dieser Aufzug innen kleiner als außen? Okay, das ist, glaube ich, nicht der richtige Ort. Sag mal, was meinst du, wer die Mondlandung im letzten Jahrhundert... Sag mal, war die Mondlandung im letzten Jahrhundert wirklich? Fang nicht damit an, Neil. Fang gar nicht erst an. Gehen wir ins zweite. In zweite Etage. Das ist die das Missionskontrollzentrum. Im Moment passiert hier nicht viel, aber eines Tages werden sie es in Aktion erleben. Ich habe beinahe erwartet, dass... Ich habe beinahe erwartet, dass Sordon auf dem Bildschirm auftaucht. Hier nicht? Was? Lass uns gehen. Was meint sie mit hier nicht? Ich hoffe, bei der echten NASA haben sie größere Aufzüge. Dann gehen wir 3. Ihre Werte sind hervorragend, aber trotzdem müssen wir ihren Zustand in kommenden Sitzungen genauer überwachen. Ja, so ein Check gehört halt auf jeden Fall dazu. Das ist die Zentrifuge. Und das ist die Zentrifuge. Wenn sie Glück haben, werden sie eines Tages lernen, sie zu hassen. Genau, das Schleuderding. Ihr auch nicht. Wovon redest du? Komm, wir haben nicht mehr lange. Was meint sie wohl? Ich frag mich wirklich, was das alles zu bedeuten hat. Jetzt sind wir in Stockwerk 4. Am Shuttle wird zurzeit mit Hochdruck gearbeitet. Wir können es uns im Moment nur von hier aus ansehen. Das ist nicht gut. Vielleicht haben wir doch etwas übersehen. Du musst wirklich mal an deiner Kommunikationsfähigkeit arbeiten.
Wow. Das kannst du laut sagen. Weißt du, was am eindrucksvollsten ist? Was denn? Das Stück ganz oben und das untere Ende vom Shuttle. Wow, wir können das natürlich nicht sehen. Ja, muss ich dir zustimmen? Oh, wie ich die armen Seelen bemitleide, die diese Details nicht sehen können. In der Tat, besonders die Nase da oben. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, wird es wohl nicht mehr so wie jetzt aussehen. Ja, jetzt ist die einzige Gelegenheit. Oh, wie gemein. Das ist so dumm. Du kannst es halt einfach nicht angucken, aus keinem Winkel, weil die auch im Weg sind. Dieser Spieleentwickler. Nein, natürlich nicht. Das Spiel ist großartig. Finde ich gut, wie sie damit Scherze machen. Gehen wir mal weiter. Bleibt ja theoretisch nur eins wieder, oder? Oh, jetzt ist die Tür hier offen. Okay. Ich frag mich, ob die echte NASA wirklich so aussieht. Wahrscheinlich nicht. Dies ist ein Konstrukt aus Johnnys Fantasie. Ah ja, Wikifakten verkleistert mit seiner Wikifakten verkleistert mit seinen Hirngespinsten. Trotzdem merkwürdig, Vögel zu hören, aber keine zu sehen. Sorry, Neil. Ich dachte wirklich, wir hätten eine gute Chance. Was? Und hier ist der Pausenraum. Das ist David. Er ist unser Missionsspezialist. Freut mich, Sie kennenzulernen. Zumindest hat er es in die NASA geschafft, so wie es aussieht. Meinst du, er hätte es bis zum Ende durchgehalten? Er hätte es bis zum Ende durchgehalten, selbst wenn, es braucht mehr als das, um Astronaut zu werden. Lass uns schnell den letzten Memory Link finden. Ich würde ungern das Finale verpassen. Was ist jetzt los? Es ist schon zu spät. Ich weiß es nicht. Es ist jetzt schon zu spät. Ich habe gerade Gänsehaut. Ah, und hier ist unser anderer Neuzugang. River, richtig? Schön, Sie dabei zu haben. Jetzt bin ich ein bisschen platt. Hallo, ich bin John. Ich dachte schon, sie wäre nicht... Was zum... Eve? Du hast sie doch gelöscht. Nein, wie ich schon sagte, ich habe sie nur verschoben. Was sie mit ihrem Leben anfängt, ist ihre Sache. Aber diese Welt besteht aus öffentlichen Daten und Johnnys Fantasie. Und weil Rivers persönliche Daten nicht Teil dieser öffentlichen Quellen sind, kommt das hier alles von Johnny? Trotzdem gab es nur eine gewisse Chance. Wie konntest du sicher sein, dass es funktionieren würde? Ich war nicht sicher.
das hätte ganz schön schief gehen können. Ist dir das klar? Du warst noch nie sehr risikofreudig, Neil. Einigen wir uns einfach darauf, dass diese Runde an mich geht. Wir haben noch 2 weitere Helme, oder? Ich glaube, Johnny würde sich über ein bisschen Gesellschaft freuen. Und sie haben sich trotzdem getroffen, weil beide unbedingt auf den Mond wollten. Na, ich bin jetzt wieder ein bisschen happy, ha? Ich dachte schon, er sieht sie nicht, aber ich finde schön, dass sie trotzdem noch irgendwie zueinander gefunden haben. Auch wenn sich das alles nur in Johnny seinem Kopf abspielt. Aber man könnte es fast als alternativen Lebensweg sehen, ja? Wo Johnny auch Astronaut geworden ist. Und sie trotzdem getroffen hat. Finde ich schön. Ist doch noch ein Happy End. Wie es scheint, hat er es selbst geschrieben. Ganz schön eintönig, wenn du mich fragst. Wie heißt es? To the Moon. Das ist ein schöner Titel. Und er spielt es nochmal für sie alleine. Da seid ihr ja. Ihr zwei sollt euch ausruhen. Morgen ist der große Tag. Und sie werden ihn gemeinsam beschreiten. Den morgigen Tag und den Weg zum Mond. Irgendwie schön. Aber auch irgendwie traurig, weil es der letzte Moment von Johnny ist. Aber sie sind zu zweit. Ich will auch Astronaut werden, Dad. Eines Tages, mein Sohn, wirst du das vielleicht. Isabelle und Nick. Du hättest ihn sehen sollen, als wir noch zusammen zur Schule gingen. Ich schwöre dir, er hat sich keine Ruhe gegönnt. Er hat es immer und immer weiter versucht, als gäbe es für ihn nur dieses eine Lebensziel. Hättest du gedacht, dass sie es schaffen würden? Hä? Du etwa? Nein. So wie sie ist, hätte ich es nicht für möglich gehalten, dass sie es schafft. Aber da lag ich wohl falsch. Umso besser, oder? Ja, ich freue mich für sie. Weißt du, das ist mein Bruder da in diesem Shuttle. Wow! Ja, ich habe darüber mal in einem Buch geschrieben. Allerdings mit einem weniger optimistischen Ende. Da muss ich jetzt wohl nochmal ran. Hallo,
Hi, Dr. Woods, nicht wahr? Danke, dass Sie uns hier reingelassen haben. Ja, schon gut. Eve hat das geregelt. Haben Sie herausgefunden, weshalb er zum Mond wollte? Natürlich. Und? Was haben Sie alles gesehen? Sagen wir es so, das Ganze war ein Haufen schmalziger Käse, der sich dann von selbst gelöst hat. Ich bin sehr froh, dass ich das miterleben darf. Vielen Dank. Wissen Sie, letzte Nacht habe ich mehrmals gedacht, dass wir Johnny bereits verloren hätten. Ich denke, dass er am Leben festhält, um auf Sie beide zu warten. Dann hat er ganz schön viel Geduld. Ich hoffe nur, dass sich das Warten lohnt. Warten Sie schon weiter. Ihre Kollegin wartet. Ich dachte, von hier wäre die Aussicht ganz gut. Zumindest gut genug, um den Verkehr zu sperren. Ja, ist ein schöner Platz hier. Hat sie gut ausgesucht. Sicher, sogar dann, wenn die beiden real wären. Tja, das ist jetzt wohl der Augenblick, für den wir so lange gearbeitet haben. Bereit für den Start? Start freigeben. Komm hoch zu mir. Warum? Warum nicht? Du wirst mich nur wieder über den Rand schubsen, oder? Durchaus möglich. Aber die Aussicht ist das Risiko wert. Na komm. Weil ich eines Tages mit einem von ihnen Freundschaft schließen werde. Super gezeichnet. Finde ich schön. Und von da unten sieht man den Leuchtturm, mit dem alles begann.
ganzen alten Erinnerungen einfach weg. Für ein schönes Ziel. Aber ob es das wert war, ich weiß es nicht. Egal ob künstliche Erinnerungen oder seine eigenen, am Ende sind die zwei zusammen und das ist das Wichtigste. Die schönen Erinnerungen überwiegen am Ende immer. Und das war's mit To The Moon. Ein großartiges Game von Freebird Studios. Es ist wunderbar. Wir haben gelacht. Wir haben geweint. Wir haben witzige Minispiele gemacht. Aber haben eine wunderschöne Story erlebt. Wunderschöne Musik. Und was richtig ist, vor allem mein ganz wichtige Erkenntnis. Jede Erinnerung ist wichtig, sei sie auch noch so unbedeutend, weil am Ende bleiben dir nur die Erinnerungen an Menschen in deinem Umfeld, seien sie gut oder schlecht. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel fandet. Es gibt noch zwei DLCs, die wir spielen werden. Nur zwei Zusatzepisoden. Also ich fand's großartig. Ich kann auch jedem nahelegen, selbst wenn ihr das Spiel hier geguckt habt, kauft euch das Spiel. Es ist nicht teuer, es ist wunderschön. Es ist von 2011, aber ihr seht, die Story kann man auch noch heute so genießen. Auch wenn sie ein bisschen traurig war. Am Ende gab es trotzdem ein Happy End. Einfach schön. Produktion von Freebird Games. Ich freue mich schon so dermaßen auf die anderen zwei Spiele, weil das ist nur Teil 1. Der großen Gesamtstory. Die war schon so ergreifend. Aber es geht jetzt noch mal kurz weiter. Hier ist der. Danke. Jetzt geht's spielen, okay? Ich kann immer noch nicht glauben, dass Johnny das Haus einfach so an Lily vererbt hat. Tja. Wem hätte er es sonst geben sollen? Uns? Wobei es wirklich ein ziemlich mieser Ort für ein Begräbnis ist. Wenn es mal einen Erdrutsch gibt, können sie unten mit den Fischen schwimmen. Noch ein bisschen zu früh für Scherze. Nö, dafür ist es niemals zu früh. Nett, neuer Klingelton? Hallo, Eve hier? Ja, wir sind auf dem Weg. Neuer Patient. Dann mal los.
Okay, was war das? Es wohl doch ein bisschen schlimmer, als gegen eine Betonwand zu laufen. Episode 1, Tudor Moon. Wie gesagt, war auf jeden Fall ein großartiges Spiel und ich bin froh, dass ich das endlich Let's Playen konnte. Ich hoffe, ihr hattet auch alle Spaß bei Tudor Moon. Geht gerne auf die Facebook-Seite, guckt euch an, unterstützt die Entwickler, wo es noch geht. Die haben echt gute Spiele gemacht. Wir werden die anderen Spiele natürlich auch noch spielen, die anderen zwei. Und ja. Schreibt gerne mal in die Kommentare und sagt mal ihr, was ihr davon haltet. Ob ihr euch so eine Firma holen würdet, kurz vor dem Ende, oder ob ihr lieber mit euren Entscheidungen und eurem Leben bisher zufrieden wart und das nicht missen wollt. Ich weiß nicht, es ist sehr fragwürdig, aber auch eine schöne Arbeit. Sie machen die Leute am Ende glücklich. Damit bedanke ich mich fürs Zugucken an alle Leute, die bis hierhin geguckt haben. Abonnieren nicht vergessen, dann verpasst ihr keine dieser großartigen Projekte und wir hören uns zum nächsten Projekt. Wir werden niemals die kleine Geschichte von Tudor Moon vergessen, die uns so viel gegeben hat. Also, haut rein und ciao, ciao.